das Ziel war, für uns selbst das zu tun, was absolut richtig war. Das war einfach ökologisch zu arbeiten. Wenn man mit Kompost seine Weinberge oder seine Böden bereichert, dann schafft man die Grundlage dafür, dass die Reben mit dem Boden eine tatsächliche Partnerschaft eingehen, eine tatsächliche Beziehung aufbauen. Und das wiederum hilft ihnen einfach gesund zu wachsen. Das lässt Individualität zu, das lässt standortindividuelle Geschmacksprofile zu. Und das geht nur, wenn die Böden lebendig sind, die mit den Reben eben in Partnerschaft am Standort individuell Geschmack erzeugen, Trauben reif werden lassen, die wir dann keltern. Der Keller knüpft dahingehend an das an, was draußen passiert, weil wir im Keller im Prinzip nur begleiten und nicht führen. Dann wird das Ganze über Nacht ruhen gelassen und am nächsten Morgen wird es abgezogen und geht in die natürliche Gärung. Wir nehmen also nichts von dem Most weg. Der Most bleibt komplett unbehandelt, weil er diese innere Kraft auch braucht. Ja, alles, was der Most zum Gären und zum Weinwerden braucht, ist in der Traube veranlagt. Wenn man dem Most dann genug Zeit gibt, und dann wird er im Prinzip seine eigene Metamorphose selbstständig vollziehen können. Ja, die Auszeichnung ist bestimmt auch ein Riesenanlass zur Freude und eine ganz tolle Anerkennung für viel Arbeit, die wir leisten.